Wow, es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge von The Legend of Zelda. The Adventure of Link. Ja, wir sind anscheinend in Darunia gewesen. Wir haben uns, so wie es aussieht, den Reflect Spell, den Reflektor-Zauber geholt. Und den, ja, haben wir auch. Ja, kannst ja losgehen zum nächsten Dungeon, oder? Na komm, stürzt sich in den Selbstmord. Suizidgefährdet alle hier. Na komm, ich will hier rüber. Und hops. Ja, so. Ich sagte BAM. Mein Gott. Hör doch mal auf mich. Oh, ich treffe die Viecher nicht mehr. Beziehungsweise die Seifenblasen treffen mich. So. BAM. Ich muss wahrscheinlich immer wieder BAM sagen, damit ich hier die Leute, die Dinger, die Viecher... Oh, nochmal. Na komm, ups, mach... Oh, oh, oh. Nicht gut. So. Oh ja, sicher. Weil das, weil ihr es ja nötig habt, ne? Weil ihr es könnt. Du auch. Tschüss. So, fertig, auch Ende. Ja, ach Gott. So. Mein Gott, kann man doch nicht, ja. Kann man doch nicht angehen lassen. Das darf nicht wahr sein. Feuer! Und wusch, schon ist es weg. Du natürlich auch. Alles andere wäre peinlich. So, und wir haben schon wieder 1500 Punkte. Das ist schon mal super. Und Lauflink, Lauflink. Na, ist war ja wieder klar. Ne, also hier. Komm raus, ihr Link. So, und jetzt wird es Zeit, das Labyrinth zu erkunden. Denn wir müssen ja hier zum nächsten Dungeon kommen. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Aber ich laufe hier einfach blind links drauf los. Wir finden das schon. Den Herzcontainer haben wir, den Magiecontainer haben wir uns auch schon geholt. Das heißt, wir müssen uns jetzt erst einmal mit den Viechern hier rumschlagen. So, du auch noch. Ja, ja, diese Konzentration immer, das nervt immer, dass ich da mich da so konzentrieren muss, dass ich da nichts sage. Das ist doch langweilig für euch, oder? Also mal ehrlich, das ist doch langweilig. Alles andere wäre gelogen. Na komm schon, hopp. Und besonders nervig finde ich diese Zwischensequenzen hier immer wieder. Hier, zum Beispiel die hier, wo man dann hier so ganz unnötig hier aufgehalten wird. So, sieht ja schon perfekt aus. Na komm, noch einmal den... Na komm her, komm her. So, bam und bam. Fertig, aus, Ende. Hau, ich habe gesprochen. So. Ich glaube, es ging oben lang, oder? Oder unten? Na, es ging oben lang. Oh, nochmal Feuerzauber, ey. Es ist doch nervig. Das ist doch mit Absicht so gemacht. Du bist ruhig. Da oben. Ist ja gar nichts zu melden. Na komm, gib mir, Magie. Gib mir Magic. Ja, noch mehr Magic. Ja, bam. Oh, oh. So. So macht man das. Und auch noch. Ach ja, der Weg zum vierten Tempel ist echt langweilig, ey. Ja, ja, sicher. Euch habe ich ja vermisst, ne? Euch habe ich ja vermisst hier. Oh, die sind so nervig, ey. Oh, hier. Hilfe! Invasion der Killerbienen! Nein! Oh mein Gott! Die sollten sich mal beruhigen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im. So, du stirbst. Ich hätte gern noch einen Points Back, damit ich mich mehr voll aufladen kann. Damit ich hier voll konzentrierter reingehen kann hier. Ach komm, leck mich doch.
So, rein da. Hops. Und dieser Dungeon ist lila. Und wir treffen aber auch auf neue Gegner. Den da zum Beispiel, den ihr gerade gesehen habt, so ganz kurz aufgeflimmert. Den treffen wir zum Beispiel auch. Ah, dazu später mehr. Oh ja, sicher. Ja, ja. Komm, komm raus da. Ja, genau. Fein. Machst du fein so. So. Bam. Und die 100 Punkte hole ich mir. Jetzt können wir gleich noch so einer, oder? Na komm her, na komm her, na komm her. So. Hast du verdient, du Mistkerl. So, ich glaube, hier ging es weiter. Oder? Oder? Ja. Ach, der Dungeon war so verwirrend, ey. Das, ich weiß, ich hoffe mal. Oh ja, ich glaube, hier brauche ich einen Sprungzauber. Weil ich sonst hier nicht rüberkomme. Aber ihr habt es gesehen. Oh, oh, das war ja fies. Das war fies. Ja klar, ne? Weil es dieser Dungeon ja so nötig hat, noch ein paar solche von den ekligen Viecher mit reinzunehmen. Klar, geht. Geht klar, Leute. Und du auch noch. Alles klar, alles schön. So, ab in die Lava mit dir, du Arschstuhl. Oh, und ich spring gleich daher, habe ich das Gefühl. Ey, ich bin jetzt so ganz kurz vom Abrecken. Ah! So, ja, er hinterlässt mir etwas. Und spring, Link. So. Und spring. Was machst du denn schon wieder hier? Nein! Was macht der denn schon wieder hier? Ich hab mich doch besiegt. Oh Mann. Du Arsch, du. Du Mistvieh, du. Na, wenigstens habe ich den Schlüssel, ey. Und jetzt lass mal fallen. Keine Ahnung warum, ich glaube, ich habe es einfach so Lust, mich so. Oh, hier ist ja was. Welch Wunder. Wer hätte das erwartet? Oh, und wer erwartet denn die Viecher hier schon wieder hin? Leck mich, du. Mistvieh, du. Oh, ey, da könnte ich schon wieder aggressiv werden, wenn ich die Viecher sehe. Ja klar, weil es ja so toll ist, ne? Weil ihr euch ja dann so toll fühlt. Kann ich kotzen bei sowas? Oh. So, wartet mal. Jetzt brauche ich erstmal den Schildzauber. Ja, und wir erhalten die Stiefel. Mit denen können wir übers Wasser laufen. Das möchte ich euch dann außerhalb des Dungeons zeigen nochmal. Das ist nämlich ganz cool. Aber auch eigentlich ziemlich sinnlos, bloß um an ein Herzteil zu kommen. Und ja, das war's auch schon. Wie jetzt? Du teilst nichts? Oh, das ist ja lahm, ey. Das ist ja mal voll lahm. Geht ja mal gar nicht. Da könnte ich wieder ausrasten hier. Dieses Spiel bringt einen an seinen Grenzen. Aber je länger man das spielt, desto mehr Spaß macht das. Das muss ich dazu noch sagen. Nein! Verdammt! 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 Bis gleich. Ah, ich bin wieder da. Okay, ich hab's wieder geschafft. Ja, ich bin jetzt hier die Brücke runtergefallen und bin dann hier nach rechts gegangen. So, und ich hoffe mal, mich erwischen die Viecher jetzt nicht schon wieder. Oh Gott. Ja, klar. Ja, klar. Wer hat's nicht kommen sehen? Unsere Lieblingsfreunde. Ah, komm schon, ey, Link, ey. Und ein Schlüssel, und ein Schlüssel. Und ein Krug. Nein, kein Krug. Sonst war nicht mal ein Sprungzauber, ey. Kann ja nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit abbrecke. Ach, und diesmal taucht unser Freund nicht wieder auf. Das ist ja schade. Ich habe mich ja so auf ihn gefreut, ne? Also hier. Ah, der Dungeon, ey. Oh, ja. Ja, klar, ne? Ist ja klar. Ja klar, nur. Pff, ey. Schubst mich nur in den Tod, in die Lava. Das macht euch ja Spaß, ne? Oh ja, und hier haben wir den neuen Gegner. Bei dem wir den Reflect-Spell anwenden müssen. Ich möchte es euch mal kurz demonstrieren, obwohl das leider nicht geht. Da war er doch gerade. Da.
Bam. Den muss man nämlich zurückschleudern, den Zauber, den der abschießt hier. Bam. Da bekommt man 100 Punkte bei den Viechern. Das ist ja geil. Ist ja auch ein gutes Training, oder? Ja klar, ihr noch. Das hat mir, ihr habt mir noch gefehlt. Ihr habt mir so gefehlt. Ja. Ach, Leute, es tut mir leid, dass diese da. Das ist so langweilig für euch. Ich verstehe euch ja. Aber ich kann da auch nichts dafür. Das ist der Dungeon. Das ist der Dungeon. Der Dungeon hat sich gegen uns verschworen. Da kann ich auch nichts dafür. Das ist so. Das ist Gesetz. Das ist. Ah, der Dungeon hat sich wirklich gegen uns verschworen, ey. Ganze Zeit wird mir hier Leben abgezogen. Und keiner unternimmt etwas. So, jetzt kommen nochmal diese Zauberviecher, aber ich glaube, ich hoffe, den kann ich noch rechtzeitig ausweichen. Beziehungsweise sie kommen überhaupt nicht. Komisch, aber egal. So, nachdem wir unten alles erledigt haben, können wir uns der linken Seite des Tempels widmen. Oder des Palastes oder was auch immer. Wir nennen ihn Palast. Na komm hier. Ach komm, vergiss es. Du rennst da sowieso bloß in die Löcher rein. Ja, okay. Merkt ihr, ohne den Reflektzauber können wir den nicht so. Können wir den nicht ablocken? Den können wir nicht zurückwerfen, das ist doof. Oh, ey. Hier, Leute, ist irgendwann mal gut hier. Oh, wir schießen nämlich ja wie sonst was. Ey, ich könnte schon wieder ausrasten. Ich bin so ganz knapp davor. Du kannst dich gleich verpissen hier. Jumping. Bam. So, das erinnert mich doch stark an den letzten Dungeon, oder? Da gab es auch so eine Stelle. Ja, sicher. Weil ihr es kennt, ne? Und du auch gleich hinterher hier. Ich bin ganz knapp davor zu sterben. Ich habe überhaupt kein Leben mehr, nichts mehr. Oh ja, noch so eine Szene, weil wir die ja so lieben, ne? Leck mich. Der Punkte-Dot-Beutel dort unten kam ich auch mal. So, wie mache ich denn das jetzt am geschicktesten? Nee, das geht so nicht. So vielleicht? Ja, das klappt super. Und hier hinten ist nichts, oder? Oh nein. Dich mache ich nicht fertig. Dich überlasse ich dem qualenvollen Tod des Hungertodes. Weil du dorthin nämlich verrotten wirst. Und ich keine abholt. Ho, ho, ho. Ich bin ja so fies eigentlich. Das ist eigentlich. Bin ich fies bloß, weil ich die Monster nicht ermorde? Bin ich das? Wirklich? Ich weiß es nicht. So. Oh, links oder rechts? Links oder rechts? Wir gehen einfach mal hier. Nein, nein. Leck mich. Jump-Zauber kommen. Weil wir es nötig haben. So, hops. Und hops. Ja. Oh, oh, oh. Nein, ich hab verloren, ich hab verloren. Verdammt, ey. So eine Scheiße. Aber wenigstens sind wir gleich wieder am Anfang. Das heißt, wir können wieder zurücklaufen, ohne uns dem bösen, bösen Ritter stellen zu müssen. So. Ja, klar. Weil ihr es könnt. Kommt her, kommt her. So, und rein hier. Wir sind ja gleich beim Boss. Was sind das hier? Du Scheiße. 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 Oh. Wann ist denn der Tempel mal zu Ende hier? 14:28 Minuten, okay. Eine ordentliche Zahl für einen Part, ne? Also hier. Nichts hier mit Larifari. So, und ihr seid auch tot. Ihr habt tot zu sein. So.
So, und du auch hier. Boah, mal Live-Zauber hier, damit das hier mal nicht so ausartet. Ja, klar. An den schönsten Stellen taucht ihr auf. Oh, verdammt, 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 verdammt. Leben. So. Mein Gott, ist das denn so schwer? Ich habe ihn doch sonst immer so schnell besiegt. Und jetzt bin ich ganz knapp vom Tod. Hilfe. Hilfe, jetzt bin ich beim Endgegner. Na super, und wie mache ich denn das jetzt? Ich kann nicht mal den Reflektorzauber anwenden. Hilfe! Ich glaube, muss ich mich sterben lassen, oder? Ich glaube, hier muss ich sterben. Ja, hier muss ich sterben, sonst komme ich hier nicht weiter. Das ist der nächste Endgegner. Ich glaube, der nennt sich Karov. Und der Trick ist, einfach den Reflektzauber zu benutzen. Und sich dann hier in die Ecke zu stellen. Und dann einfach die Dinger hier zurückzuschießen. Bis man ihn mal trifft. Das dauert nicht lange. Das ist ganz das. Ich glaube, so viele Treffer verträgt der gar nicht. Hier, das war's schon. Fertig, aus, Ende. Das war der Endgegner. Total einfach, oder? Also, ehrlich mal. Für den vierten Dungeon sollte man sich da schon was einfallen lassen, oder? Okay, Leute, ich gebe zu, dieser Part ist etwas misslungen. Es tut mir leid. Aber was will man machen? Und wir haben jetzt endlich unser Leben auf ein Level 8 geupdatet. Das ist auch mal geil, oder? So, und während ich hier wie Jesus auf dem Wasser laufe und ihr euch wundert, wie das passieren kann, würde ich sagen, ich verabschiede mich hier und sage Tschüss, bis zum nächsten Part. Hier bei The Adventure of Link.